Hilfsbereite Bürger, überforderte Politiker. Diese Arbeitsteilung kann nicht so bleiben, wenn hier in Deutschland viele Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen und integriert werden sollen. Von den weit verbreiteten Ängsten bei uns ist da noch gar nicht die Rede. Liebe Zuschauer, Sie haben es gerade eben gesehen. Im Kanzleramt ist heute der Versuch unternommen worden, die Lage in den Griff zu bekommen. Bei Hashtag Phoenixrunde heute das Thema Flüchtlingskrise in Deutschland. Wo sind unsere Grenzen? Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Anke Domscheit-Berg ist bei uns, Netzaktivistin und Publizistin. Und Sie sagen von sich, Sie seien eine Flüchtlingstochter. Ihre Eltern, die waren auch Vertriebene gewesen nach dem Krieg. Roland Tichy ist bei uns, Publizist und Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Und Professor Clemens Fuest, Volkswirt, Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Liebe Zuschauer, ich sagte Hashtag Phoenixrunde, keine normale Phoenixrunde mit vier Gästen im Studio, sondern hier nur mit dreien und einem vierten Gast, und das sind Sie. Wir haben Sie heute den ganzen Tag über die sozialen Netzwerke schon gebeten, sich an der Diskussion in dieser Live-Sendung zu beteiligen, mit Anregungen, aber auch mit Fragen an unsere Gäste. Tun Sie das auch weiterhin via Facebook, Twitter oder mit einer ganz normalen E-Mail. Bevor wir hier richtig in die Diskussion einsteigen, wollen wir Ihnen einen weiteren Beitrag, und zwar einen Filmbeitrag, ein Video aus einem sozialen Netzwerk, das alle kennen, YouTube, zeigen. Da tritt nämlich die Münchner Sozialreferentin Brigitte Meier auf. Das war eine Veranstaltung hier im Reichstag in Berlin vor 9 Tagen. Und wir wollen uns das mal gemeinsam ansehen. Frau Meier ist die in der Stadtverwaltung München Verantwortliche für Sozialpolitik und damit auch für die Unterbringung und die Erstversorgung von Flüchtlingen. 55.000 Ankünfte am Münchner Hauptbahnhof. 55.000. Und wir konnten die Züge nicht mehr weiterschicken. Und ihr habt den Königsteiner Schlüssel verwehrt. Bis auf Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Danke. Und wenn jetzt die Grenzen aufgemacht werden und wir die Züge nicht weiterleiten können, dann können wir für die Sicherheit in München nicht mehr garantieren. Wo ist das Drehkreuz? Ja, wo ist das Drehkreuz? Wo ist die Verteilung für Deutschland? Der Königsteiner Schlüssel sagt ja nach Bevölkerungszahl und nach Steueraufkommen, welches Bundesland wie viele Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, aufnehmen muss. Aber diese Performance von Frau Meier, was sagt uns das, wenn eine Verantwortliche in der Münchner Kommunalpolitik so die Fassung und die Nerven verliert? Das zeigt, dass in einer Ausnahmesituation Deutschland als Ganzes, der Bund, völlig versagt hat, hier die Last auch zu verteilen. In München wurde absolut Großartiges geleistet, von der Verwaltung, von den Leuten am Bahnhof, von ganz, ganz vielen Freiwilligen. Aber eine Stadt alleine kann das nicht stemmen. Und dass die anderen Bundesländer hier München im Stich gelassen haben, überwiegend zumindest, ist sehr traurig. Ist das symptomatisch, Herr Tichy, was wir da gerade gesehen haben, für die Frage, wie nicht diese vielen ehrenamtlichen Freiwilligen helfen, sondern wie Politikerinnen und Politiker reagieren? Ja, zunächst ist es mal großartig, dass die Menschen helfen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und es zeigt natürlich auch, dass auch die staatlichen Institutionen schon sehr viel geleistet haben. Das soll man mal nicht wegdrücken. Aber es zeigt natürlich, dass halt diese Politik der Bundesregierung, der Grenzöffnung, eben auch Probleme mit sich bringt. Hier trifft Politik auf Wirklichkeit. Und insofern fand ich das von dieser sozialdemokratischen Dezernentin schon sehr mutig. Sie hat ja auch ihren Parteifreunden da ins Gewissen geredet. Und ich glaube, sie hat ja mit diesem Video, das ja jetzt seit 9 Tagen durchs Netz geht, ja auch etwas ausgelöst. Sie hat endlich jetzt ausgelöst, dass auch in Bonn die Wirklichkeit angekommen ist und nicht die Wirklichkeit aus Sprüchen besteht. Entschuldigung, in Berlin. Ich gucke da gerade, dass in Berlin die Wirklichkeit angekommen ist und nicht irgendwelche leeren Spruchwahrheiten von Politikern, die eben mit der Realität bitter konfrontiert werden, die ja in den kleinen Stadtteilen, bei den kleinen Leuten, in den Schulen, in den Kirchengemeinden stattfindet und nicht im Kanzleramt. Herr Fuest, dass die Politik, das ist ja der Vorwurf manchmal, den man jetzt hört, so ein bisschen die Kontrolle verloren hat, ist das überzeichnet? Man muss sehen, dass es natürlich nicht ganz einfach ist, diesen Flüchtlingsstrom zu kontrollieren. Da kommen also Tausende von Menschen, die gehen über die Autobahn zu Fuß, die gehen über Grenzen. Und es ist eine Situation,
auf die die Politik eigentlich hätte vorbereitet sein müssen. Denn das ist ja keine neue Entwicklung, keine völlig unerwartete. Aber jetzt dieser jüngste dramatische Anstieg war überraschend. Man hat nicht die Vorkehrungen getroffen. Es ist immerhin beeindruckend, dass es gelungen ist, die Leute doch dann zu versorgen und irgendwie zu verteilen. Aber es wird deutlich, es ist höchste Zeit, dass das was passiert. Und es ist, glaube ich, auch klar, dass Grenzöffnung allein nicht die Antwort sein kann. Wir haben erste Zuschauerfragen. Auf Facebook postet Sabine Zosel: Wo sind unsere Grenzen? Fragt sie, indem sie auch den Untertitel unserer Sendung aufnimmt. Welche Grenzen? Die Deutschland, Europas oder die Grenzen der Akzeptanz der Einwohner Deutschlands? Wir meinen das natürlich tatsächlich im doppelten Sinne. Auch wo diese Grenzen sind, wo man eben auch dann organisiert, wo man kanalisiert, aber auch die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit. Wo sind denn die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit? Hat man die schon definiert? Wir haben ja jetzt Zahlen gehört, was jeder Flüchtling oder was den Ländern oder den Kommunen zur Verfügung gestellt wird an einer sogenannten Kopfpauschale, 670 Euro pro Monat pro Flüchtling. Da geht es um finanzielle Grenzen, es geht um die Unterbringung von möglicherweise 1 Million Flüchtlingen in diesem Jahr. Sind das schon unsere Grenzen? Naja, da sieht man ja, dass wir ein Politikversagen haben. Worum es hier geht, ist ja, dass das Asylrecht hier eingesetzt wird für Masseneinwanderung. Dafür ist das Asylrecht nicht gedacht. Das Asylrecht ist zum Beispiel für Menschen aus Syrien, Irak, Eritrea gedacht, die wirklich schweren Verfolgungen ausgesetzt sind. Aber das Asylrecht kann jeder in Anspruch nehmen, auch wenn er dann vielleicht nach einem oder nach zwei oder nach drei Jahren seinen Antrag abgelehnt kriegt in dieser Zeit. Aber in dieser Zeit blockiert er eigentlich die sozialen Möglichkeiten dieses Landes, die für eigentliche Flüchtlinge vorgesehen ist. Und deswegen weigere ich mich auch, pauschal von Flüchtlingen zu reden, weil nur wer mit einer klaren Sprache spricht, kann die Themen benennen und die Probleme benennen. Mhm. Und die sind in der Politik bekannt. Wir ändern an diesem Asylzustand nichts. Und das führt dazu, dass wir Dinge vermischen und die Menschen, die unsere Hilfe wirklich benötigen, unter Umständen hinten runterfallen oder in unwürdigen Massenunterkünften jahrelang dahin vegetieren müssen. Das ist falsch und da hat die Politik versagt. Gut, dann entmischen wir das jetzt nochmal. Es geht um das Asylrecht. Das genießt jeder oder kann jeder in Deutschland genießen, der politisch verfolgt ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Das wäre dann die Frage eines Einwanderungsgesetzes. Es sind ja jetzt auch gerade von der Kanzlerin nochmal verkündet worden, es gibt jetzt auf dem Westbalkan, alle Länder sind dort sichere Herkunftsländer. Ist da anzunehmen, dass sich damit die Situation etwas entspannt in Deutschland? Also die allerneuesten Zahlen vom August zeigen, dass diese Balkanstaaten überhaupt nur noch einen relativ kleinen Anteil der Flüchtlinge ausgemacht haben oder der Asylantragsteller. Das löst also überhaupt nicht das Problem. Ich finde es sowieso ein bisschen merkwürdig, denn eigentlich steht ja im Grundgesetz, dass ein Recht auf Asyl auch gar nicht eingeschränkt werden kann. Und eigentlich müsste man ein Recht auf Einzelfallprüfung haben. Und in anderen Ländern ist die Anerkennungsquote viel größer, auch für diese Länder. Aber davon mal ganz abgesehen, im Moment im August sind weit über 70%, fast 80% direkt aus Kriegs- und Krisengebieten gekommen. Das ist das Gros der Leute, von denen wir reden. Und ich finde es eigentlich zynisch, davon Wirtschaftsflüchtlingen zu argumentieren, wobei es mir eigentlich... Ja, das bezog sich ja nicht auf die Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Die sind ja tatsächlich politisch verfolgt. Ja, aber verfolgt. Die machen trotzdem die Masse aus. Und ehrlich gesagt, für mich ist es auch politisch, wenn ein Mensch irgendwo verhungert. Ich rede da in dem Zusammenhang von den Flüchtlingen, die aus Kriegsgebieten kommen, die nach Artikel 16 politisch Verfolgte allerhöchstwahrscheinlich sind, dass das keine Wirtschaftsflüchtlinge sind. Von denen habe ich nicht gesprochen. Auch nicht? Nee. Es gibt ja die UN-Flüchtlingskonvention, nach der wir auch rechtlich verpflichtet sind, Flüchtlingen einen sicheren Aufenthalt zu gewähren. Die Frage, die aus Facebook da aber gekommen ist, ist, wo sind unsere Grenzen? Und manche stellen ja fest, die Grenze wäre jetzt eigentlich schon erreicht. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands anguckt, im Jahre 2005 waren wir fast 2 Millionen mehr Einwohner. Da hat keiner gestöhnt, es sind zu viele Leute da. Wir müssen irgendwie ein paar loswerden. Jetzt stöhnen wir aber, dass 800.000 auf einmal das ganze Land sprengen. Allein Sachsen wird bis 2030 eine 500.000 Einwohner verlieren. Da ist echt Platz ohne Ende. Wir haben Leerstand ohne Ende. Wir wenden jetzt Mittel auf in Höhe von ungefähr 10 Milliarden Euro. Dieses Konjunkturpaket 2 hat 50 Milliarden gekostet, das meiste zur Verschrottung intakter Autos. Für den Bankenrettungsfonds haben wir das Zehnfache davon, 500 Milliarden Euro, übrig gehabt, die verabschiedet wurden, an einem einzigen Tag durch Bundestag und Bundesrat gejagt. Und jetzt tun wir so, als würden wir die viertreichste Nation der ganzen Welt an
einer Million Flüchtlingen irgendwie eingehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Grenzen sind verschieden definiert. Das sind finanzielle, das sind Unterbringungsgrenzen. In der Tat, Deutschland ist ja ein sehr reiches Land mit hohem Steueraufkommen. Wir haben übrigens auch in der Zukunft einen hohen Bedarf an Arbeitskräften, an jungen Menschen. Sind die Grenzen wirklich erreicht? Ich glaube, objektive Grenzen gibt es nicht, sondern die müssen wir, das ist eine Entscheidung der deutschen Politik, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen wollen. Ich denke, es ist vielleicht problematisch, das direkt mit der Frage des demografischen Wandels zu verbinden. Das ist richtig, die Bevölkerung geht zurück, wir brauchen Arbeitskräfte in diesem Land, wir haben die Fachkräftediskussion, aber die hat eigentlich relativ wenig zu tun mit den Flüchtlingen. Das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten, die haben Anspruch auf Schutz, die kommen zu uns und das wird uns etwas kosten. Gleichzeitig ist es ja etwas, was wir wollen. Unser Asylrecht sagt sehr eindeutig und auch deutlicher als in anderen Ländern, dass diese Menschen Schutz genießen. Das wird uns etwas kosten. Das Asylrecht sagt allerdings auch, wenn die Gefahren vorüber sind, wird eigentlich erwartet, dass die zurückgehen. Jetzt ist die Lebenswirklichkeit so, dass ein Teil hier bleiben wird und sich dann hoffentlich integrieren wird, was gut ist. Ich glaube, objektive Grenzen gibt es nicht. Nur ist klar, das sehen wir schon, wenn die Zahlen hochgehen, dann wird es faktisch sehr eng. Und ich zweifle nicht daran, dass die Bevölkerung, die das am Ende entscheidet, die Politik irgendwann zwingen wird, durchaus Grenzen einzuziehen. Also das wird nicht Integration war Ihr Stichwort. Clemens Rodewald postet auf Facebook, wie integrationsbereit ist die einheimische Bevölkerung überhaupt? Kann sie überhaupt mit neuen zusätzlichen Kulturkreisen umgehen? Jetzt sind die ja gar nicht so neu, diese Kulturkreise. Allerdings ist es ja höchst unterschiedlich, wo man in Deutschland lebt, was den Ausländeranteil angeht. Ich glaube, in Berlin sind es nahezu ein Drittel mit Migrationshintergrund, in manchen ostdeutschen Flächenregionen nahe null. Integration, das ist ja viele Integrationsmaßnahmen gelten ja eigentlich als misslungen in den letzten Jahrzehnten. Wie kann man die Fehler der Vergangenheit vermeiden? Also ich finde nicht, dass die Integration in den letzten Jahrzehnten pauschal nicht funktioniert hätte. Deutschland hat eine lange Geschichte als Einwanderungsland und mit der Einwanderung, was wir früher in den 60ern als Gastarbeiter bezeichnet hatten, sind wir im Großen und Ganzen ganz gut zurechtgekommen. Also Deutschland hat eine große Stärke, Menschen aufzunehmen und Menschen an dieses Land zu binden. Wir haben natürlich auch Probleme, aber wo gibt es keine Probleme? Meinetwegen in Dinslaken, so eine Salafistenhochburg, wo jetzt eine Schule geschlossen werden muss, weil die Kinder so gemobbt werden. Aber das scheint mir eher ein lokales Problem einer völlig verrohten Stadt zu sein. Aber ganz generell muss man natürlich sagen, dass die Spannweite natürlich immer größer wird. Wir erleben jetzt Einwanderer aus Nordafrika und damit haben wir natürlich wenig Erfahrung. Und nochmal, ich finde es auch zynisch, wenn man jetzt sagt, bei Asylanten gibt es eine Obergrenze. Asylbewerber haben das Recht, aufgenommen zu werden, da soll man nicht rechnen. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen den anderen, den sogenannten Einwanderern, für die man ein Einwanderungsgesetz bräuchte. Da kann ein richtiges Einwanderungsland natürlich Ansprüche formulieren. Und was wir jetzt machen, ist ja das zu vermischen. Die Frage ist, ob Flüchtlinge oder sogenannte Flüchtlinge auch geeignete Einwanderer sind, die die Wirtschaft brauchen kann und die Wirtschaft in den nächsten, oder wir alle, für die nächsten Jahrzehnte nicht teuer brauchen, sondern das ist, was im Augenblick vermischt wird und das finde ich schade. Und auch dieser sogenannte Flüchtlingsgipfel da im Kanzleramt hat mir gezeigt, die Politik ist nicht in der Lage, das anzugehen, denn ehrlich gesagt, ob die Rechnung, die am Ende kommt, vom Bund oder von den Kommunen oder von den Ländern bezahlt wird, ist zwar für die jeweiligen Bürgermeister wichtig, aber für uns Steuerzahler nicht. Das ist nur eine Umverteilungsdiskussion, linke Tasche, rechte Tasche. Also da habe ich mir ehrlich gesagt von der Politik mehr Mut und mehr Entscheidungskraft erwartet. Ist es denn tatsächlich so, dass diese Integration der letzten Jahre, ich will jetzt auch das nochmal aufnehmen, was Sie sagen, wird ja auch durchaus als problematisch angesehen, dass zum Beispiel aus Sicht der Wirtschaft, dass die nicht so gut geklappt hat, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte? Naja, die Frage ist natürlich, was ist der Vergleich, wenn man wirklich den Anspruch stellen würde, dass das Land wirtschaftlich profitiert. Und so wird das ja leider diskutiert. Und ich halte diese Vermischung auch für problematisch. Wenn man diesen Anspruch stellt, dann müssen die Einwanderer ähnlich qualifiziert sein wie die schon da sind. Die müssen genauso viele Steuern und Abgaben zahlen. Alles andere ist ein Minusgeschäft. Ja, wie gesagt, wenn man das rein wirtschaftlich sieht und was hier nicht angemessen ist, sondern es sind tatsächlich zwei Probleme. Das Asylrecht, die Kriegsflüchtlinge, die haben hier ein
Anspruch, da werden wir nichts dran verdienen, das ist aber auch nicht die Idee. Und dann haben wir die Zuwanderung der Leute, die hier in den Arbeitsmarkt möchten oder in die Sozialsysteme. Und da muss die Politik sich ganz anders aufstellen. Da brauchen wir meines Erachtens eine Kombination aus Punktesystem und einer von den Arbeitsplätzen bestimmten Zuwanderung. Wer gut qualifiziert ist und hier einen Arbeitsplatz bekommt, den sollte man ins Land lassen. Wir brauchen die Zuwanderung. Das ist aber ein Problem, das man eben unterscheiden muss vom Asylproblem, wobei natürlich in der Praxis diese Menschen zu uns kommen. Und es ist schon klar, da sind sehr viele dabei, die letztlich die sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind, also Leute, die hier arbeiten möchten. Das ist ja völlig legitim. Nur müssen wir überlegen, hilft uns das wirklich, wenn wir beispielsweise niedrig Qualifizierte hier in Massen ins Land lassen? Dann wird draufgezahlt. Das kann man wollen, aber es kostet halt was. Ne? Dazu passt auch der Tweet von Henrike. Warum wird das Asylrecht nicht so geändert, dass Personen aus sicheren Herkunftsländern, die haben wir ja vorhin schon genannt, erst gar keinen Antrag stellen können? Da muss man vielleicht Frau Domscheit-Berg dazu sagen, ob jemand Aussicht auf Asyl hat oder nicht, der kann natürlich jederzeit einen Antrag stellen, sobald er bundesdeutschen Boden erreicht hat. Ja, und das ist auch richtig so. Das ist ein unangreifbares Recht, das im Grundgesetz ja so drin steht. Wie erfolgreich das dann ist, wird man sehen. Und man will ja da auch eine Zweiklassenbehandlung dieser Asylbewerber aus sogenannten sicheren Drittländern vornehmen. Ich finde das sehr bedenklich, weil das für mich sich anhört, so wie Lager, die da irgendwo etabliert werden. Ich finde aber, um noch mal zu dem Punkt vorher zurückzukommen, extrem wichtig, dass wir uns wirklich, dass wir aus den Fehlern lernen und uns mehr fokussieren auf Integration. Weil wie weit unsere Grenzen sind, hat auch damit zu tun, wie leicht wir es den Ankömmlingen machen, hier Fuß zu fassen. Und da wollen ja nicht nur wirtschaftlich einwandern wollende Menschen leben und arbeiten. Und die Flüchtlinge wollen nur leben, die wollen auch arbeiten. Die wollen eine Perspektive und eine Zukunft. Und wirkliche Integration heißt für mich, dass sie die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu realisieren wie alle anderen. Und wenn man sich da die Vergangenheit anguckt, haben wir als Land nicht besonders gut abgeschnitten. Es ist weithin bekannt, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund viel schlechtere Bildungschancen haben, dass sie diskriminiert werden am Arbeitsplatz, dass ein Lebenslauf negativer entschieden wird, wenn ein ausländisch klingender Name draufsteht oder die Adresse ein Stadtbezirk mit hohem Ausländeranteil ist. Sie werden schlechter bezahlt, sie kriegen eine schlechtere Schulempfehlung bei identischen Zeugnissen und alles das geht überhaupt nicht. Und da müssen wir in der Zukunft natürlich unsere Hausaufgaben erledigen, dafür sorgen, dass insbesondere die Sprachbarrieren schnell überwunden werden, dass es Zugang zu Deutschkursen praktisch sofort gibt bei Ankunft. Kinder, es sind im Moment 31% Kinder. Das soll es ja geben, und zwar bei denen, die eine sogenannte gute Bleibeperspektive haben. Also die als Flüchtlinge, als Asylbewerber nach Artikel 16 anerkannt werden können, weil sie politisch verfolgt sind. Ist das die richtige Reaktion? Ich finde, dass das nicht reicht. Weil bei allen anderen weiß man ja auch nicht, wie erfolgreich das Verfahren ist. Und man verliert kostbare Zeit. Ja, möglicherweise manchmal ziemlich erfolglos. Darf ich ganz kurz da nochmal ansetzen? Also nochmal die Unterscheidung. Wir haben politisch Verfolgte oder jedenfalls diejenigen, die Asyl beantragen, weil sie politisch verfolgt sind. Der klassische Fall sind die Flüchtlinge aus Syrien. Und wir haben viele Menschen, die aus ökonomischen Gründen hier einwandern wollen. Brauchen wir dringend auch für diese Gruppierung ein Einwanderergesetz? Ja, ich glaube, wir brauchen eine Einwanderungspolitik. Ob das jetzt ein Gesetz ist oder mehrere und wie hochprofiliert, das ist eine zweite Frage. Aber wir müssen sehen, wirtschaftliche Interessen würden sagen, wir brauchen überdurchschnittlich qualifizierte Leute, die hier auch wirklich einen Arbeitsplatz haben. Also da würde ich immer sagen, Mischung aus Punktesystem und einer Arbeitsplatz, also von den Unternehmen, von der Nachfrage nach Arbeitskräften, bestimmte Zuwanderungspolitik. Sicherlich muss man sehen, je mehr man auch von niedriger Qualifizierten integrieren will, desto mehr müssen wir uns fragen, sind unsere Arbeitsmärkte darauf vorbereitet? Also etwa der Mindestlohn steht in einem klaren Konflikt zu dem Ziel, das ich richtig finde, dass man Leute möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert. Da gibt es also einfach Konflikte und darauf muss man sich einstellen. Das heißt, wenn die schnell arbeiten sollen, auch die niedrig Qualifizierten, müssen wir den Mindestlohn senken. Also da muss man schon aus der Geschichte noch mal lernen. Wir haben in den 60er Jahren viele
sogenannte Gastarbeiter geholt für einfache Tätigkeiten. Die Krise ist entstanden, dass durch die Automatisation in den 70er Jahren viele einfache Tätigkeiten weggefallen sind. Das war dann der Kippeffekt, in den 80er Jahren viele Probleme entstanden sind. Wenn wir jetzt wieder Menschen holen, die unterqualifiziert sind, wiederholt sich das von vornherein. Nach den Zahlen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge uns veröffentlicht sind und die Arbeitsministerin sagt, haben wir 20-30% Analphabeten und mindestens weitere 30-40%, die nur der arabischen Buchstaben mächtig sind, keinerlei Deutsch sprechen, keinerlei Englisch sprechen. Ich kann nur sagen, es wird ein langer Weg, bis da Fachkräfte für Daimler oder für VW entstehen. Und diesem Problem müssen wir uns stellen in einem Land, in dem bereits in Nordrhein-Westfalen für die vorhandenen Kinder allein 3.500 Lehrer fehlen. Es gibt da auch andere Umfrageergebnisse und das lässt sich im Moment ja auch relativ schlecht hier verifizieren. Wir hatten gerade noch einen Facebook-Eintrag und zwar ging es darum, ob die freiwilligen Helfer sozusagen die Flüchtlingswelle noch weiter verstärken, also dass diese Willkommenskultur bei uns in Deutschland falsche Signale an Fluchtwillige aussendet. Ist das so? Ist diese Außenwirkung, die Deutschland jetzt durch diese Willkommenskultur zeigt? Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Jeder einzelne Mensch, der kommt und in Not ist, hat das Anrecht, dass man ihn menschlich und anständig behandelt. Gleichzeitig muss man aber sagen, und das ist das Politikversagen, dass die Politik den Rahmen ziehen muss, damit das Land nicht überfordert ist. Und überfordert ist dieses Land, weil das Asylrecht nicht funktioniert. Ja. Ich verstehe auch nicht, wieso die Bundesregierung jetzt von einer Verschärfung des Asylrechts spricht, wo sie die vorhandenen Regeln schon nicht anwendet. Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich der Fehler, den die Bundeskanzlerin gemacht hat, durch ihre Facebook-Aktivitäten noch mehr Menschen anzuziehen. Und diese Politik setzt sich oder scheint sich jetzt fortzusetzen. Da lösen wir kurzfristig Freudentaumel aus und langfristig Riesenprobleme, weil ich sehe schon, dass das ist ja bis heute nicht beendet. Wir reden jetzt bereits über 1 Million Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge, die da sind, zu 80% Männer, wie alle Zahlen zeigen, haben Nachzugsberechtigte für ihre Frauen und Kinder. Die Flucht wird weitergehen. Das heißt, wir haben ja einen weiteren Fluchtprozess. Es ist ja nicht mit 800.000 getan, sondern es ist der Beginn einer großen Fluchtbewegung und da sind wir nicht vorbereitet. Es gibt eine E-Mail von Horst Walter. Hat man denn schon mal analysiert, das ist eine Frage, die ich an Herrn Fuß stellen will, wie viele Facharbeiter, Lehrer, Pfleger, Ärzte und so weiter unter den Flüchtlingen sind? Also es gibt ja, kursieren da ja unterschiedliche Umfragen, dass unter den syrischen Flüchtlingen besonders viele Akademiker oder mit Hochschul- oder mit Abiturabschluss sind. Gibt es da schon verlässliche Zahlen, belastbare? Ich glaube, es gibt nur Umfragen. Die Zahlen sind nicht belastbar, aber die Vorstellung, wir können unseren Ärzte- oder Lehrerbedarf durch Kriegsflüchtlinge decken, ist eine Illusion. Ja, da sind auch Hochqualifizierte dabei, aber da sind sehr wenige. Außerdem können die gar nicht ohne, also man muss überhaupt zum Beispiel Deutsch sprechen oder zumindest Englisch, um hier unterrichten zu können. Also ich glaube, das ist nicht zulässig, dass man diese beiden Themen verbindet. Fachkräftemangel im eigentlichen Sinne gibt es auch nicht, weil wenn zum Beispiel Lehrer fehlen, dann muss man sie halt besser bezahlen und dann gibt es vielleicht vorübergehend auch mal einen Lehrermangel, aber wenn man die gut bezahlt, dann kommen die auch aus anderen Ländern zu uns. Ich meine, aus der ganzen Europäischen Union können Fachkräfte zu uns kommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir unterscheiden zwischen diesen Kriegsflüchtlingen und Möglichkeiten, sie in der Tat schnell zu integrieren, und dem Fachkräftethema, das eine völlig andere Baustelle ist. Michael Lange mailt, was passiert mit Flüchtlingen, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können? Landen die dann vor den jetzt schon überfüllten Tafelausgabestellen, also das heißt den Suppenküchen der Tafel, wo viele, die eben nicht genügend verdienen, dann auch noch versorgt und verpflegt werden müssen? Na, für mich klingt das wie ein immer wieder vorkommendes Ausspielen von einer benachteiligten Gruppe gegen eine andere. Das kommt ja immer wieder, dass gesagt wird, wie könnt ihr euch so viel um Flüchtlinge kümmern, es gibt doch Obdachlose. Und ich finde das nicht zulässig. Also ich finde es tragisch, dass es überhaupt Tafeln geben muss. Wir sind, wie schon erwähnt, ein sehr, sehr reiches Land. Es muss bei uns gar nicht so viele arme Menschen geben. Wir haben vielen Menschen in Deutschland selbst keine Perspektive gegeben. Aber dieses eine Problem hat nichts mit dem anderen Problem zu tun. Und wenn es die Rede davon war, was machen wir mit den Flüchtlingen und kann man sie integrieren oder nicht, dann hängt ganz viel davon ab, wie viel Mühe wir uns geben. Und natürlich auch davon, inwieweit wir da hinein investieren.
Es sind über 30% der Ankommenden im August, und da sind ja sehr, sehr viele gekommen, waren Kinder. Bei Kindern hängt es ausschließlich von uns, von Deutschland ab, was die für berufliche Perspektiven haben. Und selbstverständlich können die Lehrer und Ärzte werden, wenn sie die Möglichkeiten dazu bekommen. Kinder lernen teilweise in 3 bis 6 Monaten fließend eine Sprache, wenn sie in einem anderen Land leben. Das weiß man ja, das ist nicht neu. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dann sehe ich da durchaus enorme Chancen auch für die Zukunft, für unser Land. Auch wenn es natürlich richtig ist, dass man eine humanitäre und menschliche Verpflichtung jetzt nicht mit einer, wie viel lohnt sich das für uns, Debatte verknüpfen sollte. Ja. Aber ausblenden braucht man sie deshalb trotzdem nicht, dass es für uns nicht nur ein Draufzahlgeschäft ist, sondern dass es für uns auch ein Gewinn und eine Bereicherung ist. Eine weitere Mail. Warum dauern die Asylverfahren in Deutschland eigentlich so lange, Herr Tichy? Es gibt ja europäische Länder, wo das schneller geht. Ich glaube, es gibt auch noch welche, wo es noch länger dauert. Aber warum dauern sie bei uns so lange? 5 Monate im Durchschnitt, manche dauern über ein Jahr, sollen ja jetzt auf 3 Monate. Wir haben natürlich eine Tradition, und es ist die Tradition oder die Erinnerung an die Flucht von Deutschen und Juden im Ersten Weltkrieg und davor. Und deswegen hat man das Asylrecht so großzügig ausgestattet, dass jeder, der da ist, die Garantie haben soll, gut behandelt zu werden und einen langen Prozessweg durchzulaufen. So, und jetzt haben wir eine offensichtlich völlig überforderte Behörde. Wir haben da Einzelfallprüfungen. Wir haben dann mehrfach immer wieder unterschiedliche nach Status natürlich Instanzenwege. Wir haben dann ein Bleiberecht. Und selbst bei Abgelehnten wissen wir, dass es dann zu einem Bleiberecht führt. Nach dem Bleiberecht kann nur sehr schwer noch abgeschoben werden. Das heißt, dieser ganze Prozess ist unheimlich lang. Und dann entstehen dann natürlich auch Probleme. Wer bereits 2 oder 3 Jahre auf diese Art und Weise in Deutschland lebt, der kann auch nicht mehr gut abgeschoben werden. Das ist ein grausamer Vorgang. Machen wir uns da nichts vor. Das heißt, unser Recht stirbt an sich selbst, löst sich selbst auf, verfrisst die Mittel, die man eigentlich für die wirklich Betroffenen bräuchte, für viele Fälle, für denen es eigentlich nicht gedacht ist. Und das ist dieser Widerspruch, den muss die Politik auflösen. Wir haben jetzt wahrscheinlich in Wirklichkeit viel höhere Durchschnittsdauern. Das hängt jetzt von der Statistik ab, muss man jetzt nicht erklären. Dass das jetzt auf 3 Monate reduziert werden soll, finde ich lächerlich. Man kann es in den allermeisten Fällen, müsste man es auch noch sehr viel weiter, sehr viel schneller verkürzen können. Die Bundesregierung verschafft sich da jetzt Instrumente, nämlich Abweisung an den Grenzen und so. Aber ich stelle mir schon die Frage, warum man die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft hat. Also ich habe das Gefühl, wir erleben einen Kontrollverlust der Regierung, den sie jetzt durch hektische Aktivität überspielen will. Welche vorhandenen Möglichkeiten meinen Sie denn, die jetzt nicht ausgeschöpft werden? Es gibt kein Grund, im Grundgesetz steht nicht, dass ein Asylverfahren 8 Monate dauern muss. Das steht in keinem Grundgesetz. Sondern die Verfahren kann man erheblich beschleunigen, wenn man will. Also das ist richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel sehe ich auch in der Einzelfallprüfung unter Umständen am Bürokratiemonster, weil man jetzt zum Beispiel weiß, dass die aus Kriegsgebieten aus Syrien kommen, ja sowieso eine so extrem hohe Anerkennungsquote haben, weil ja nichts daran zu deuteln ist, dass sie berechtigte Fluchtgründe haben, dass man da auch Gruppenanerkennungen auf schriftlicher Basis machen kann. Da muss ich nicht jeden Fall einzeln angucken. Und da würde man massiv Zeit sparen, Aufwand sparen. Es gibt außerdem einen sehr unangenehmen, finde ich, Mechanismus im Asylrecht, der besagt, dass es eine Zwangsüberprüfung nach 3 Jahren geben muss, wenn jemand anerkannt wurde. Da wird nämlich nach 3 Jahren geguckt, na, hat sich vielleicht was geändert und würden wir dich vielleicht doch nachträglich wieder abschieben. Das ist ein immenser Aufwand für jeden einzelnen anerkannten Asylbewerber. Es kann ja in der Zwischenzeit tatsächlich in dem Land besser geworden sein, aber er ist ja zunächst mal anerkannter Asylbewerber. Ja, und vorher war ja auch schon ein Prozess. Das heißt, er ist mehr als 3 Jahre schon in diesem Land. Oder sie. Das heißt, es hat eine Integration stattgefunden, man hat sich gewöhnt, die Kinder sind in der Schule und so weiter. Es stimmt ja, dass es danach viel schwieriger ist und ehrlich gesagt menschlich unzumutbar, Menschen wieder abzuschieben. Dann kann man sich doch diese zeitverschwendende, ressourcenfressende, alle 3 Jahre Neuüberprüfung einfach sparen. Also darf ich ganz kurz entschieden gegen Gruppen, weil ich glaube schon, dass ein Land das Aufgabe hat,
zu überlegen, wer kommt da. Und zu sagen, irgendwer eine Gruppe von Syrern, da möchte ich schon gerne wissen, wer da in dieser Gruppe also dabei Einzelfallüberprüfung. Ist. Einzelfallüberprüfung muss sein. Aber man könnte zum Beispiel ein Verfahren schaffen, das wir auch deutschen Arbeitslosen oder einheimischen Arbeitslosen zumuten, nämlich, dass man einen Vertrag schließt, einen Integrationsvertrag. In diesem Integrationsvertrag muss natürlich ein Bekenntnis zu den Grundwerten dieses Landes, Sprachkenntnis sich zu erwerben, alles dieses muss festgeschrieben sein. Und wenn es in dieser Vertrag nicht erfüllt ist, dann kommt es wieder zur Ausweisung. Denn in der Tat ist es ja nicht nur so, dass Deutschland etwas geben kann. Deutschland hat dann auch das Anrecht, von den betreffenden Menschen etwas zu verlangen. Und das kann man ja, machen wir bei Arbeitslosen auch, in einem Zuwanderungsvertrag mit den Menschen lösen. Aber dazu braucht es alles dieses, was wir jetzt an achtmonatigen Verfahren haben, nicht. Das heißt, solange diese Verfahren nicht abgeschlossen sind, können die meisten nicht arbeiten. Eine richtige Integration kann nicht stattfinden. Es gibt ja oft auch keine Deutschkurse. Ist das auch sozusagen auch aus Gründen der Effizienz, aber auch gleichzeitig aus Gründen der besseren Integration einfach eine Beschleunigung dieser Verfahren nötig? Oder ist das einfach zu blauäugig zu sagen, wir können das schneller machen? Naja, also dass die Leute nicht arbeiten, das ist ja eine Frage der Gesetzeslagen. Also in den ersten 3 Monaten können sie derzeit in der Regel nicht arbeiten und danach ist das möglich. Da gibt es auch einen gewissen Ermessensspielraum der Arbeitsagentur. Ich denke, man könnte schon sich bemühen, dass die Leute schneller arbeiten können oder schneller, oder man kann die Leute schnell in Ausbildung bringen. Man kann zusehen, dass sie Sprachkurse besuchen und ähnliche Dinge. Da kann man einiges bewegen, ohne die Verfahren zu beschleunigen. Wir sollten versuchen, die Verfahren zu beschleunigen, aber ich glaube nicht, um diese Frage der Effizienz zu klären, vielleicht eher mit dem Ziel, den Leuten eine klare Perspektive zu geben. Liegt es denn daran, dass solche Verfahren eben Zeit brauchen, oder liegt es tatsächlich an einer personellen Unterbesetzung dieses Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, das berühmte BAMF? Ich glaube, das sind 2 Schrauben, an denen man drehen kann. Man kann mehr Leute einstellen oder man kann versuchen, die Verfahren zu beschleunigen. Ich denke, es ist klar, dass, wenn man sich das anschaut, man das Verfahren beschleunigen kann. Mhm. Wahr ist auch, dass die Einzelfallwürdigung möglicherweise dann leidet. Eine weitere Mail stellt die Frage, wie soll es denn 2016 weitergehen, dann die nächste Million? Wir haben ja schon festgestellt, eigentlich sind wir ein Land mit vielen Mitteln, auch ein sehr reiches Land, das auch sicherlich Flüchtlinge vertragen kann. Fragen: Die nächste Million, was bedeutet das für die Stimmung im Land, für die politischen Entscheidungen, wenn dann noch 1 Million, möglicherweise noch mehr kommen? Das ist natürlich Spekulation. Wir wissen nicht, wie die Welt sich weiterentwickelt. Aber die Zahl von 1 Million oder mehr Flüchtlingen im nächsten Jahr, das ist ja schon eine Zahl, mit der man umgehen kann. Und da kann man ja auch möglicherweise auch schon abschätzen, zu welchen politischen Reaktionen das kommen könnte. Ja, ich will mich ja nicht festlegen auf eine Zahl, weil es dann wieder heißt, man würde da Angst auslösen. Man muss doch an dem Sachverhalt ganz klar sagen, wir haben in diesem Jahr mindestens 1 Million Flüchtlinge, von denen werden ein großer Teil bleiben. Sobald sie bleiben, haben sie das Recht, ihre Familienangehörigen nachzuholen. Schon aus diesem Prozess heraus werden wir natürlich eine unbekannte Zahl, aber eine große Zahl, Hunderttausende, 500.000, 600.000, ich weiß es nicht, Nachzügler aufgrund der bestehenden Situation haben. Und dann wird es davon abhängen, wie sich die Krise in Syrien weiterentwickelt und wie sich die Bundesregierung endlich aufstellt, um vielleicht doch zu akzeptieren, dass der europäische Raum auch gewisse Außengrenzen braucht, die wir im Augenblick nicht mehr haben. Und das ist eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung, wie Europa seine Außengrenzen schützt, glaube ich, ist wichtiger als das Getue, dass hier das Betreuungsgeld oder Kita-Mittel Flüchtlinge umgewidmet werden. Das finde ich ein peinliches Vorgehen der Bundesregierung, den einheimischen Kindern das Geld wegzunehmen. Alles finde ich unwürdig. Arnold Melm twittert, Flüchtlinge sind ein globales Phänomen, das in Anführungszeichen Phänomen. Warum also rein national lösen oder europäisch? Dahinter verbirgt sich ja auch die Frage, dass ja nicht nur aus Syrien Flüchtlinge kommen, sondern es gibt ja auch eine Menge Flüchtlingsdruck, zum Beispiel aus Afrika. Haben sich diese internationalen Institutionen wie die Europäische Union oder die UN einfach dieses Problems viel zu spät angenommen? Unterschätzen Sie nach wie vor die gewaltige Dimension? Es wird ja von etwa 50 Millionen Menschen gesprochen, die allein dieses Jahr auf der Flucht sind. Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass die Konflikte ja nicht von ganz allein entstanden sind, sondern dass die westlichen Länder daran einen ganz wesentlichen Anteil haben.
nicht zuletzt auch Deutschland. Wir sind eine der größten Waffenexportnationen und Waffen ist genau das, was in Kriegsgebieten benutzt wird, um gegenseitig Leute umzubringen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen von dort fliehen. Das heißt, wir sind daran beteiligt. Wir sind auch durch unsere Wirtschafts- und Außenpolitik daran beteiligt. Wir sind ein Mitglied der NATO. Die NATO ist in vielen solcher Ländern aktiv gewesen. Und man kann relativ gute Zusammenhänge herstellen zwischen, wo hat zum Beispiel die USA irgendwelche Kriege geführt, wie sind dort Seiten ausgestattet worden mit entsprechenden Mitteln, an die Macht gehoben worden, die jetzt wiederum ein Land terrorisieren. Und wir machen direkt oder indirekt damit. Und da muss man sich dann schon fragen, was ist die eigene Verantwortung? Es ist ja richtig, dass man nicht nur den Flüchtlingen, die jetzt in unserem Land sind, helfen muss oder die vor unserer Tür stehen, sondern dass man guckt, wie kann man mittel- und langfristig das Problem anfassen. Und da wäre für mich, für Deutschland, ein Waffenexportstopp schon mal die erste Maßnahme. Und eine andere Wirtschafts- und Außenpolitik auch. Denn dass es uns so gut geht, dass wir so ein reiches Land sind, ist nur deshalb so, weil es irgendwo anders Menschen schlecht geht. Zu dem, was Sie sagen, passt vielleicht ein Tweet von William Tewent. Warum hat sich Merkel, er meint damit natürlich die Politik insgesamt, weder in der UN noch in der EU jemals für die Bekämpfung der Fluchtursachen eingesetzt? Herr Fuß, es geht ja um das Thema Waffenexporte zum Beispiel, auch eine falsche Politik gegenüber diesen Staaten. Man kann ja den Namen Merkel auch durch den Westen insgesamt ersetzen. Haben wir uns da zu wenig drum gekümmert, was jetzt diese Flucht auch ausgelöst hat und wie weit ist es mit unserer Schuld, wie weit sind wir damit schuldig an diesen Flüchtlingswellen, die jetzt auf uns zukommen? Ja, ich glaube, wir müssen ja die Kirche etwas im Dorf lassen. Also natürlich hängt alles mit allem zusammen. Die Art und Weise, in der die USA etwa mit dem Irak umgegangen sind, war sicherlich nicht optimal. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht angemessen zu sagen, dass wir hätten nun mit unseren Waffenexporten hier diese Flüchtlingswelle ausgelöst, sondern das ist, in dem Fall kommt es ja aus Syrien. In Syrien hat es ja relativ wenig westliche Einmischung gegeben, drumherum allerdings schon. Es hilft ja auch nichts. Wir werden, wenn Deutschland aufhört, Waffen zu exportieren, dann exportieren sie andere. Also so werden wir das Flüchtlingsproblem nicht lösen, sondern wir müssen uns jetzt um das kümmern, was dort passiert. In der Tat gehört dazu, Bedingungen anzuschauen, die in den Flüchtlingslagern in der Türkei, in Jordanien herrschen, sich darum zu bemühen. Wir müssen aber damit leben, dass es auch ganz unangenehme Konflikte sind. Es ist in der Tat so, je attraktiver hier die Zuwanderung ist, je offener die Grenzen sind, desto mehr Menschen werden sich auf den Weg machen. Das ist völlig klar. Und wir werden nicht drum herum kommen, irgendwann diesen Strom zu begrenzen. Ja, wo die Grenze ist, ist offen, aber die Grenze ist nicht unendlich. Und ich denke, auf diese Konflikte müssen wir uns vorbereiten. Es ist wohl wahr, diese Flüchtlingswelle hat sich ja lange angekündigt. Und man hätte vielleicht schon früher sich mit der Frage auseinandersetzen können, was passiert eigentlich in den Lagern syrischer Flüchtlinge in der Türkei, man, der sich ein bisschen eher um die Menschen kümmern lässt. Simo Daub mailt, was ist mit der Gefahr von IS-Anhängern, die mit den rechtmäßigen Flüchtlingen aus Syrien kommen? Es gibt da ja Vermutungen, dass der IS das nutzt, ausgebildete IS-Kämpfer mit auf die Reise, das wissen wir jetzt, auf die Reise zu schicken. Das wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Aber wie groß ist diese Gefahr einzuschätzen? Wir wissen es nicht und das ist das Problem. Also das ist ja der Kontrollverlust, den die Bundesregierung zu verantworten hat. Dass man da jetzt irgendwelche Zahlen in die Welt setzen könnte oder irgendwelche Befürchtungen äußern könnte, wir wissen es nicht und das ist die eigentliche Ursache. Das kann ganz schlimm werden, es kann auch gut gehen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass immer Deutschland an allem schuld ist. Der Balkan ist seit 15 Jahren befriedet, da geht es nicht besonders gut. Das stimmt ja. Es gibt keine aktuellen Anlässe für Fluchtbewegungen aus dem Balkan. Syrien haben Sie völlig zu Recht gesagt, in anderen Ländern ja. Und wenn es dann der Westen ist, muss man sich schon sagen, wir reden hier von Deutschland, von 1 Million Flüchtlingen und wir reden von Frankreich mit 20.000 akzeptierten Flüchtlingen oder mit Großbritannien, das bereit ist, 20.000 Syrer aus syrischen Lagern aus dem Libanon bis 2017 aufzunehmen. Also man muss da schon sehen, ich glaube nicht, dass Deutschland das Land ist, das die ganze Welt bombardiert hat und jetzt dafür die Menschen aufnehmen muss. Das halte ich für, ehrlich gesagt, falsches Gerede. Es war auch gar nicht davon die Rede, dass nur Deutschland Verantwortung zu übernehmen hat. Aber wenn Sie schon Vergleiche mit anderen Ländern in der EU anstellen, können Sie auch nach Schweden gucken. Schweden nimmt pro 1000 Einwohner fast dreimal so viele auf wie wir. Und die Türkei gleich noch viel mehr. Und im Libanon sind es schon ungefähr 200 Mal so viel wie Deutschland. Aber Sie wissen doch so gut wie ich, dass im Libanon
es ein Nachbarstaat zu diesen Konfliktstaaten ist, erstens, dass die das nicht freiwillig machen, sondern dass die Menschen einfach da sind. Erstens. Zweitens, beide Länder unterstützen diese Flüchtlinge eben gerade nicht. Ein Teil der Fluchtbewegung, die bei Deutschland ankommt, ist, weil die Zustände in den von Ihnen so belobten Lagern in Libanon und in der Türkei so verheerend sind. Das lassen Sie mich mal ausreden. Ja? Die Lager im Libanon und in Syrien sind so verheerend, dass die Menschen ein zweites Mal fliehen. Und deswegen wäre eine richtige Politik, den Libanon und die Türkei zu unterstützen, dass die Menschen, die dorthin geflohen sind, auch menschenwürdig untergebracht werden. Viele Menschen wollen ja gar nicht nach Deutschland. Diese 1 Milliarde Euro, die da Tropfen auf den heißen Stein. Die meisten Menschen wollen ja gar nicht so weit weg. Viele Flüchtlinge, die ihre Heimatstädte, ihre Dörfer verlassen, wollen ja möglichst nahe bleiben, weil sie die Perspektive haben wollen, wieder zurück. Von Deutschland nach Syrien zurück ist ein weiter Weg. Von Libanon nach Syrien, nicht nur kulturell, auch Reise. Also wir müssen die Länder, die jetzt von den Flüchtlingen bedroht sind und in ihrer wirtschaftlichen Struktur auch gefährdet sind, und es ist der Libanon so, den müssen wir unterstützen. Die Fluchtbewegung ist ausgelöst, weil in der Türkei die Mittel fehlen, die Bereitschaft auch, den Flüchtlingen ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Also so müssen wir argumentieren und nicht anders. Genau das haben wir aber nicht getan. Die Europäische Union hat jetzt, wo die Flüchtlinge nach Europa kommen, das Geld zwar erhöht, vorher noch in diesem Jahr, in 2015, die Mittel an das World Food Programm fast halbiert. Richtig. Das sind genau die, die dort in den Flüchtlingslagern, vor denen Sie sprachen, für Ernährung gesorgt haben. Da mussten die ohnehin kleinen Rationen an Lebensmitteln halbiert werden, weil man sie nicht mehr bezahlen konnte. Und das ist natürlich in der Tat eine europäische Verantwortung, die wir nicht übernommen haben. Die Lösung auf die Frage, und es wird ja weiter Fluchtbewegungen in der Welt geben, durch diese großen Unterschiede von Arm und Reich, wahrscheinlich auch durch Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten, die Lösung kann nicht sein, noch höhere und noch schärfere Stacheldrähte irgendwo aufzubauen. Die ja gar nichts nützen. Die nutzen überhaupt nichts. Und ich kann also als DDR-Bürgerin, die die Mauer noch selber gesehen hat, da überläuft es mich kalt, und zwar eiskalt. Ich möchte nicht, dass eine Demokratie sich ähnlich abschottet wie eine Diktatur. Das Aber ist der Vergleich denn zulässig? Bei der DDR ging es ja darum, die Leute an der Ausreise zu hindern. In dem Fall geht es ja darum, dass die europäischen Staaten die Souveränität besitzen, zu entscheiden, wer zu ihnen kommen darf. Welchen Unterschied macht es für den Mensch, der stirbt, ob er bei Ein- oder aber Ausreise Aber die haben ja einen historischen Vergleich gezogen. Deswegen ja, und deswegen für mich persönlich ist das kein Unterschied, und deswegen kann man das vergleichen. Darf ich bitte 20.000 Tote im Mittelmeer finde ich unerträglich für eine reiche Europäische Union. Da wird Ihnen auch niemand widersprechen. Die DDR war ein großes Gefängnis. Ob Sie ein Gefängnis aufstellen und Ihre Leute einsperren oder ob Sie sich vor Zuwanderung schützen, die Sie nicht haben wollen, ist ein gewaltiger Unterschied. Trotzdem ist es traurig und furchtbar, dass die Menschen an diesen Grenzen sterben. Aber man kann die beiden, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen. Ich denke, hier bei uns wird sich leider auf Dauer in der Tat die Frage stellen, wie kriegt man es hin, dass man Wanderungen stoppt, Armutswanderungen stoppt. Ja, das wird mit Stacheldrähten funktionieren, so wie es heute mit Stacheldraht im Süden der USA funktioniert. Und für also mich liegt überhaupt nicht auf der Hand. Doch, das hat schon seine Wirkung. Man kann Wanderung nicht völlig verhindern, ist ja vielleicht auch gar nicht nötig, aber ein Rechtsstaat muss sich natürlich auch bemühen, halbwegs die Einwanderung zu kontrollieren. Das ist doch klar, ist aber doch, dass er Fluchtursachen stoppen will, sehr viel klüger und weitsichtiger und besser handeln kann als hier. Wenn wir die Mittel, nur einen Bruchteil der Mittel, die wir hier aufwenden müssen, könnten im Libanon, könnten in der Türkei wunderbare Effekte erzielen. Und da muss man sagen, auch da haben wir ein Kontroll- und Politikversagen. Das hätte und das kann geschehen. Und es muss auch noch in viel größerem Maßstab geschehen. Es ist durchaus möglich, dass wir in Hongkong oder in Singapur eine Freihandelszone im Mittelmeer errichten, indem wir Millionen von Flüchtlingen, die vor diesen Ländern davonlaufen, den sozusagen. Wie wir ja wissen, durch die Petrodollars im Geld schwimmen. Ja, das ist das Problem. Also hier haben wir viele Länder und jeder wartet sozusagen auf den anderen. Das ist ja in Europa auch so. Jeder verlässt sich darauf, dass der andere etwas tut. Und dann passiert nichts so lange, bis große Probleme auftreten. Auch in Deutschland ist ja nichts passiert, bis die Leute bei uns an der Grenze waren. Also der eine verlässt sich auf den anderen und die Golfstaaten schauen zu und haben kein direktes Interesse zu handeln. Wir in Europa
gerade in Deutschland haben jetzt ein Interesse zu handeln. Richtig wäre allerdings und fair wäre es, wenn die Europäische Union handeln würde und wenn jedes Land auch eben wieder nach Wirtschaftskraft oder wie auch immer einen Beitrag leisten würde. Denn das Interesse ist ja ein kollektives europäisches Interesse, das Interesse an der Stabilisierung. Die Frage war ja immer nach der Grenze, die wir irgendwann mal erreichen. Also als Resümee, wir sind nämlich gleich am Ende der Sendung. Ist die Grenze erreicht? Haben wir noch Potenzial? Wie weit können wir den Menschen auch klar machen, dass diese Einwanderung, dass diese Fluchtbewegung einfach auch ein Ergebnis von politischen Vorgängen weit weg von uns ist? Ich glaube, die Grenze ist vielleicht noch nicht erreicht, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir sie erreichen werden und dass wir dann möglicherweise in sehr hässliche Konfliktsituationen kommen. Deshalb sollten wir vorausdenken und uns eben um die Lager in der Türkei und in Jordanien kümmern. Gut, wir werden das genau beobachten, hier auch bei Phoenix, unter Umständen auch mit Ihnen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauer, soweit Hashtag Phoenixrunde, auch mit Fragen und Gedanken von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihren Online-Beitrag über Facebook, Twitter und Ihre E-Mails. Soweit die Phoenix-Runde, Hashtag Phoenix-Runde heute. Bleiben Sie bei Phoenix.